Ihr habt noch nichts von Splitgate gehört? Warum nicht? Das ist der verdammt nochmal beste Shooter des Jahres bisher. Und umsonst ist Splitgate auch noch. Warum sich das also doppelt lohnt und wie es funktioniert? Insider-Pro-Tipps inklusive. Game starts in 3, 2, 1. Das Free-to-Play-Game 2021 auf PlayStation 5 und PlayStation 4 ist ein Shooter. Und zwar ein Arena-Shooter à la Quake oder Unreal. Mit verdammten Portalen! Ohne Battle Royale und mit ikonischen Sounds wie Killing Spree, Double Kill, Kill Action Agency und vielen mehr. Hey, Ansager, nenn mich Jamie Lannister. King Slayer. Genau. Aber im Ernst, ein bisschen was von diesem einen Konsolenshooter mit den vier Buchstaben hat das alles auch. Kommen wir gerade nicht drauf. Aber Teil 3 würden wir sagen. Und ja, das sind jetzt auch alles keine brandheißen News. Das Spiel tauchte schon 2019 als Work in Progress auf dem PC auf. Aber dann war es lange Zeit ziemlich still um das Projekt von 1047 Games. Dafür kommt es jetzt wie der Phönix aus der Asche aus der Versenkung zurück. Na gut, vielleicht nicht ganz so prachtvoll, aber lasst euch von der Optik nicht abschrecken. Splitgate ist natürlich kein Big-Budget-High-End-Grafikspiel und soll nicht realistisch aussehen. Das würde auch gar nicht passen. Aber fangen wir mal von vorne an. Die ersten paar Stunden spielt man erstmal die TDM-artigen Modi. Zum Beispiel in Team Shotty Snipers. Der Name ist Programm. Das ist im Grunde wie Team Deathmatch, aber ihr wisst mit welchen Kanonen. Fast ein bisschen wie früher auf der LAN-Party. Nur mit Portalen! Und ohne die gute alte Röhre und Kabelmaus. Dazu kommt unter anderem noch ein VIP-Modus. Dabei gibt's pro Team, genau, einen VIP. Die haben dann doppelt Health und können keine Portale nutzen. Punkte gibt's nur für das Ausschalten der VIPs. Besonders interessant außerdem ein Modus mit dem sehr sprechenden Namen Teabag Confirmed. Ihr wisst, was dabei zu tun ist. Auch wenn wir das eigentlich nicht gutheißen können. Probiert es bloß aus. Ihr werdet schon sehen, was dann passiert. Noch mehr Modi und Ranked Matches schaltet ihr dann mit der Zeit frei. Unabhängig vom Modus, in dem ihr spielt, und egal ob in den verwinkelten Gängen oder auf den offenen Flächen, mit lange Warten und Rumsitzen ist nichts. Splitgate ist ein verdammt schnelles Spiel. Auch die Respawn-Zeiten sind fix und deshalb sind immer Action und Bewegung angesagt. Dank Jetpack Double Jumps auch vertikal. Und sprinten könnt ihr im Grunde endlos. Aufpassen müsst ihr dabei aber auch an manchen Stellen der offenen Maps. Sonst macht ihr den unfreiwilligen Notausgang Abtritt. Und das muss ja nicht sein. Ganz am Rande, wen erinnert Stadium auch so an Destruction All-Stars oder Rocket League? Ah, nur uns? Okay, weiter im Text. Denn das Wichtigste fehlt natürlich noch. Portale. Auch ohne Chell oder Wheatley ein Genuss. Denn ein gut platziertes Portal ändert alles. Platzieren könnt ihr die Neon-Ellipsen mit L1 und R2. Und dann schön einen unerwarteten Treffer nach dem anderen landen. Nein, das ist kein Campen, das ist taktisches Warten und geht so richtig schön von hinten durchs Portal ins Auge. Durch die bunten Physikfenster kann man aber natürlich nicht bloß schießen oder schauen. Ihr könnt in kürzester Zeit auch die halbe Map überqueren. Also nicht lange rumlaufen und freiwillig für die Gegner sein, Portale nutzen. Und zwar clever, auch um Gegner von hinten zu überraschen. Dabei solltet ihr auch die Melee-Attacken nicht unterschätzen. Wenn ihr nah genug dran seid, dann gibt es immer 50 Punkte Damage. Auf welchen Oberflächen ihr die Portale platzieren könnt, lernt ihr mindestens so schnell wie damals in den Laboren von Aperture Science. GLaDOS wäre stolz. Mit EMP-Granaten können feindliche Portale zerstört werden. Ihr könnt aber auch durchlaufen, allerdings nicht durchschauen. Es ist also immer ein gewisses Risiko dabei. Eigene Portale werden mit den Richtungstasten auf dem D-Pad geschlossen. Und das solltet ihr nutzen. So eine schnelle Flucht durch ein Portal und hinter sich die Tür zuknallen lassen, fühlt sich unheimlich spektakulär und befriedigend an. Insider-Tipps: immer mindestens ein Portal offen haben, um schnell die Biege machen zu können. Ihr könnt auch Portale durch eure Portale hindurchschießen, wenn ihr genau in der Mitte steht. Wichtig außerdem, wenn ihr durchlaufen wollt, tief zielen. Sonst bleibt ihr hängen und verliert auf der Flucht wichtige Millisekunden. Das Portal-Gameplay hat auf jeden Fall ein riesiges kreatives Potenzial. Für euch, aber natürlich auch für alle anderen. Hier können Gegner wirklich aus dem Nichts kommen. Das "Wo kam der denn her?" Gefluche ist ja also wirklich berechtigt und schon gar keine billige Ausrede mehr. Klingt in der Theorie alles gut? Stimmt. Aber man muss es schon selbst probiert haben, um zu verstehen, wie süffig sich das alles spielt. Übrigens auch in der perfekten Rundenlänge. Meist so circa 10 Minuten für eine Runde TDM oder Team Shotty Snipers. Eins muss man allerdings auch sagen, vieles hiervon ist ansonsten nicht neu.
Das Gunplay ist exzellent, aber jetzt auch nichts revolutionär Ungewöhnliches. Auch hier gilt die goldene Regel: Switching to your pistol is always faster than reloading. Wie dann alles zusammenspielt, ist einzigartig und vom ersten Moment an packend. Eine kleine Einschränkung gibt es noch: Komplett free ist Free-to-Play bei uns ja eigentlich nicht. Es gibt die obligatorische Authentifizierungsgebühr von 25 Cent. Fühlt sich trotzdem fast wie Clown an, dafür nicht richtig in die Tasche greifen zu müssen. Das Ganze ist außerdem noch in der Beta, also kommt da noch viel an Upgrades und Updates und Umfang dazu. Für uns geht Splitgate aber auch jetzt schon als Top-Shooter durch. Und damit sind wir nicht allein. Fast 10 Millionen Downloads gab es schon. Ihr seid also nicht allein in den Lobbys. Crossplay gibt es außerdem auch noch, mit der grünen Seite der Konsolenfamilie. Um sich darauf richtig vorzubereiten, gibt es ein Pflichttutorial ganz am Anfang. Aber auch noch einen Übungsmodus, mit dem ihr alle Feinheiten gefahrlos üben könnt. Wenn ihr lieber auf Trial and Death setzt, eure Sache. Mehr Kanonenfutter für uns. Fast seltsam, dass sich Call of Duty oder Battlefield bisher nie an etwas Vergleichbares wie Splitgate getraut haben. Wir sind nicht sicher, ob Battlefield Portal daran was ändert. Vielleicht verstehen wir den Modus ja völlig falsch. Die Wartezeit auf Call of Duty Vanguard und Battlefield 2042 wird durch Splitgate jedenfalls garantiert bestens überbrückt. Das Free-to-Play-Game ist aber noch viel mehr als nur ein Lückenbüßer. Wir sind uns sicher, auch nach der Beta und den großen Herbst-Releases wird es immer noch für ein paar Runden gut sein. Bloß ein Match spielt hier garantiert niemand. Mehr als noch ein Video gibt's mit Abo und Glocke. Das war's auch schon. Inside Out und jetzt nochmal eine Runde Splitgate. Game over.